Damit herzlich willkommen, mein Name ist Heineke, schön, dass du mit dabei bist bei einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Spirit of the North. So, wir machen ein neues Spiel. Ich habe nochmal geguckt, ob alles so passt. Den Einstellungen und sowas. Wir machen ein neues Spiel. Ja, zurücksetzen. Und dann würde ich sagen, geht's gleich los. Sehr gespannt. Ich habe wirklich nur... Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich gesehen habe davon. Gut. Wir sind ein Fuchs. Ich bin so ein bisschen auf Tiere gerade, weil Stray war einfach mega geil. Und mal gucken, was das wird, was das ist. Also wir sind ein Fuchs in einer Eislandschaft. Nordpol, Südpol, keine Ahnung. Sieht aber gut aus. Okay, da kommt roter Rauch oder rote Schwaden. Ich schätze mal, da möchten wir gerne hin. Bisschen kalter Gute. Ja, das sind wir. Kapitel 1. Wir können sogar bellen. Ja, Füchse bellen wie Hunde. Können wir irgendwie schnell laufen oder so? Ne, wir können springen. Wir können langsam gehen. Aber wir können nicht schnell laufen. Falls noch nicht. Sieht schon ganz nice aus, ne? Aber was ist das? Was ist das Rote? Das würde ich gerne mal wissen. Also laufen wir mal dahin. Okay. Eisberge. Setz ich mal. Ja, das Spiel möchte, dass wir dahin gehen. Also tun wir ihm den Gefallen. Weil, ganz ehrlich, machen können wir nichts. Außer laufen und springen und bellen. So laufen wir. Das ist, möchte ich gerne wissen. Aber das wird uns wahrscheinlich noch gesagt werden. Oh, da ist eine Höhle. Im Berg. Bin sehr gespannt. Lass uns mal gucken gehen. Richtig gesehen. Was ist das? Okay, der sitzt schon länger hier. Okay. Wahrscheinlich ein Wanderer oder so. Kein Bock mehr hatte und hat gesagt, so jetzt bleibe ich hier. Ich will mal was ausprobieren. Okay, er fängt an zu vibrieren. Hat dich recht. Okay.
Sehr gerne, mein Freund, sehr gerne. Ah, okay. Und das war's jetzt? Okay, wir haben ein Männchen dazugekriegt, was auch immer das ist. Ach, das sind wahrscheinlich die Geister, die wir befreien müssen, oder? Schätze ich mal. Cool aus. Ich weiß es nicht, müssen wir auf dem Weg bleiben oder können wir hier einfach mal ein bisschen gucken? Aus wie ein Fuchs, ne? Tatsächlich ein Geisterfuchs. Okay, wo will es hin? Wo will es hin? Das ist eine Ruhe. Er legt sich jetzt dahin. Ja, easy. War da hoch? Okay, da liegt er jetzt. Wo dahin? Ja, da oben. Jetzt mal ein Muss darauf, ne? Ja, nur lauf. Esel. Okay. Ich würde gerne rennen. Das geht nicht. Okay, ich würde sagen, ich muss hier irgendwie. Komm ich da hoch? Ja, nice. Komme, kleiner Geisterfuchs. Hi. Ist doch nicht dein Ernst. Extra da hochgekraxelt und jetzt haust du wieder ab. Okay, wir können also nicht sterben. Das ist schon mal gut. Wer ist jetzt hier durch, ne? Durch das riesige Steintor. Aber da ist auch noch ein Eingang da. Wollen wir erstmal hier rein? Ich habe keine Ahnung, wo der gelaufen ist, ne? Aber... bin ich hier richtig? Ist der hier durchgekommen oder? Wenn mich das. Doch, da hinten ist er. Okay. Ja, cool. Hallo, Max. Wir bist da hochgekommen. Wahrscheinlich einmal außenrum, ne? Hi.
jetzt heute aber nicht mehr ab. Wir gehen zusammen. Ja, geh mal vor, du kennst den Weg. Du weißt ja, wo du hin willst. Ah, jetzt können wir laufen. Geil. Ja, heiß. Aber fliegen kann ich nicht. Digga. Oh. Wer denn? Keule. Sind das jetzt nicht ein bisschen unfair? Naja. Da oben bist du aber nicht drauf, ne? Ja, okay, dann können wir jetzt. Cool, wir können. So, gehen wir mal nach links. Hier durch. Ach, da bist du ja wieder. Okay. Dann lass uns da mal durchflutschen hier. Ja, keine Ahnung, dass du über Eis läufst. Mal wie er leuchtet, ey. Ja, cool. Das macht Spaß. Okay. Okay, wo willst du jetzt hin? Da. Nicht dein Ernst. Ha, siehst du, das kann ich nämlich. Okay, das kann ich nicht. Geil. Sliding Fox. Erstmal, du bist bestimmt schon unten, ne? Keiner Mann. Ich gehe einfach mal. Der wird schon wieder auftauchen, der kleine Geisterfuchs. Oh, das macht voll Spaß, das ist voll gut. Für sowas bin ich ja sehr empfänglich. Alter. Wobei ich immer noch nicht weiß, was ist unser Ziel jetzt hier. Also ich schätze mal, wir müssen 12 oder mehrere von diesen Wanderern finden. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Freund der Fuchs ist. Moin. Okay, da ist Ende im Gelände, würde ich sagen. Hier können wir nicht weiter. Gehen wir hier lang. Da hängen auch solche Dinger. Ich weiß nur. Ach, da ist er wieder, da hinten. Da oben ist er. Ja, schön. Wie gesagt, ey, ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen oder so, ne? Aber da scheint er mitzukommen. Na, Digga?
Wir gehen zusammen auf Journey. Ich frage mich, was ist jetzt hier der Sinn? Also was muss ich genau machen? Also durch eine Eiswüste zu latschen, ist jetzt auch nicht wirklich so meine Erfüllung. Weil jetzt kann, ja. Oh, Alter, eine tiefe männliche Stimme. Ja, bitte. Ich bin eher der weibliche Part. Bell nochmal, Digga. Okay. Let's go. Aber so ein bisschen düsterer aus hier, ne? Geil. Alter, wo sind wir denn jetzt? Oh. Okay, das ist nice. Das ist echt geil gemacht. Schütteln? Kälte im kalten Wasser. Okay. Und jetzt schlafen oder was? Ist das ein böser Zauber? Sieht ja nicht so nett aus da, ne? Ah, okay, es war doch ein böser Zauber, anscheinend. Der Tod, oder was? Zu Ende. War schön. Kann ich schneller? Cool, das ist echt. Mag das nicht. Das ist ja gemein. Lässt du mit der kaputten Pfote rutschen. Oh, geil. Das sieht echt nice aus. Komm schon. Die Quelle des ewigen Fuchses. Mal hin. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ah.
Warum sind die jetzt rot und nicht mehr blau? Da ist das das sind Gefahren wahrscheinlich. Führt er uns hin? Gibt er uns noch irgendwie Heilung oder? Sich bald richtig krass an seinen Kräften zehren. Bald geschafft. Immer langsamer. Erstmal hinlegen. Der uns jetzt quasi neues Leben geschenkt, oder wie? So aus.
Wow. Krass. Okay, mit der Erkenntnis, meine Freunde, entlasse ich euch aus dieser Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf die. Also macht's gut, abonnieren, liken und bis dann. Tschüss.